Wer an Olympischen Spielen in der deutschen Olympiamannschaft teilnehmen möchte, muss sich dem NADA und dem WADA Anti-Doping-Code unterwerfen. Und Teil dieses Codes ist, dass Schiedsgerichte im Fall eines Dopingvergehens angerufen werden können. Aber es ist eben eine falsche Information, ein Irrtum, zu sagen, solche Schiedsgerichte seien minderes Recht. Wenn es unabhängige, also in der Juristensprache echte Schiedsgerichte sind, dann sind diese Schiedsgerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit vergleichbar. Auch dort gibt es eine Berufungsinstanz und natürlich können am Ende auch Urteile des CAS, also des Internationalen Sportgerichtshofs, vom Schweizer Bundesgericht überprüft werden. Jeder Sportler muss eine Vereinbarung unterzeichnen, dass er sich den Regeln, die bei Olympischen Spielen gelten, unterwirft. Das heißt, die Anti-Doping-Regeln einhält. Ja, das ist zwingende Voraussetzung. Teil des Anti-Doping-Codes ist eben, dass am Ende Sportschiedsgerichte über ein mögliches Dopingvergehen entscheiden, weil die sehr viel schneller entscheiden und auch härter bestrafen, als das ordentliche Gerichte tun würden. Im Übrigen, wer sich an die Regeln hält und nicht dopt, der ist von diesen Vorschriften überhaupt nicht betroffen.